um Eigenverantwortung. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ja? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, hingehe, wo Menschen sind, die Vorerkrankungen haben oder in Krankenhäuser gehe oder in Altersheime gehe, dann kann ich ja Vorsorge tragen. Aber wenn ich mir dieses Spektakel, ich bin vorhin aus Wien mit dem Zug nach Salzburg gefahren und dann kommt denn die Schaffnerin und sagt, sie müssen die Maske aufsetzen. Aber nur bis zur Stadtgrenze. Nur bis sie aus dem Tunnel raus sind. Ich habe dann sofort ein Video gemacht, was jetzt auch viral gerade rumläuft, wo ich gesagt habe, pass auf, jetzt fahren wir in den Tunnel und im Tunnel steigt der Virus aus dem Zug aus, dann mache ich die Mütze wieder raus. Und auch wenn ich mir das jetzt angucke, dieses Spektakel, es ist ja unsere Bundesregierung, ihr könnt ja dafür nicht. Heute Infektionsschutzgesetz. Ja. Warum hat die Bundesregierung jetzt gesagt, in den Fliegern keine Maske mehr? Weil wir sie erwischt haben, weil wir sie erwischt haben, wie sie beschissen haben. Weil wir sie erwischt haben über den Dächern, dass sie, dann ist es halt so, sagte mein Freund Herr Lauterbach. Und jetzt machen sie es einfach so, dass sie alle dürfen. Also wie verlogen, wie heuchlerisch und wie angepasst ist das hier alles. Eigenverantwortung, was machen sie in Frankreich? Eigenverantwortung, ja. Und wenn sich jemand impfen lassen möchte, Herr Stör, dann machen sie das. Und das ist so vollkommen richtig, wenn sie das für sich entscheiden. Wenn jetzt aber einer sagt, du musst, dann sage ich, ich muss auf Scheiß auskacken. Aber ich muss für mich selbst entscheiden und nicht jemand anders. Und schon ja, kein Mann, der so oft gelogen hat. Können Sie mir einen Gefallen tun? Ich helfe Ihnen dabei, ich habe Millionen von Followern. Können Sie Gesundheitsminister werden? Ja, das wäre eine gute Idee. Herr Stahl, das ist sinnlos.